Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Netz. Was ist eine Baumschutzsatzung? Herr Engel hat es gerade schon ein bisschen angerissen. Es regelt, wie ich mit meinen Bäumen, also wie mit privaten Bäumen, wie mit Bäumen von Gesellschaften, von EigentümerInnen umzugehen ist. Und man muss praktisch gesehen, der Baum wächst im Garten und irgendwann mal ist er so groß, dass alle Leute, die daran vorbeigehen, sagen, ah, das ist aber ein schöner Baum, der gibt so schönen Schatten, aber im dritten Stock wohnt jemand und sagt, jetzt kommt die Sonne nicht mehr rein und dann hackt man ihn ab. So, genau das ist ab 2010 in Dresden faktisch unbegrenzt möglich gewesen, weil die damalige Landesregierung aus FDP und CDU hat den Kommunen, ich sag's mal flapsig, verboten, ihre Gehölzschutzsatzungen anzuwenden. Also die Kommunen durften keine Regeln mehr aufstellen. So. Und das Lustige an der Sache ist eigentlich, die damalige Gehölzschutzsatzung, die war damit sozusagen ja, nicht mehr anwendbar, aber es wurde vergessen, sie abzuschaffen oder umzuschreiben. So, das heißt, sie hat jetzt 11 Jahre lang im Untergrund gelebt und ist jetzt durch die Regelung auf Landesebene, durch CDU, Grüne und wer ist noch dabei? SPD? Ist jetzt sozusagen wieder in Kraft. Und die CDU, das war keine Absicht, das war keine Absicht. es ist spät, ja, wenn Sie den Stream gucken, kurz vor 10. Also, die CDU im Land hat also jetzt Dresden wieder die Macht gegeben, eine Gehölzschutzsatzung zu machen. Und die CDU in der Stadt sagt, ui, das ist aber doof, lass uns mal eine neue machen und die alte aussetzen erstmal. So, in sich widersprüchlich von den verschiedenen Politikebenen, aber nun ja, so ist es. Jetzt ist es Gott sei Dank in den Ausschüssen gelungen, diesen einen toxischen Satz, ja, bis zur Erstellung einer neuen Satzung wird die alte ausgesetzt, rauszuhaben. Das ist schon mal sehr gut. Aber warum zur Hölle soll ich jetzt über eine neue Satzung nachdenken, verhandeln, reden, wenn selbst der NABU sagt, lass die alte nehmen? So, lasst die alte nehmen, die die CDU in den 90ern gemacht hat. Die ist viel besser als all das, was wir erwarten können. Insbesondere, weil der Weg zur neuen Satzung ist nicht, der Oberbürgermeister wird beauftragt, sich mal einen Kopf zu machen und eine Vorlage. Nein, der Weg ist, wir machen eine Arbeitsgruppe aus Verwaltung, Stadträten, ja, ein bisschen NABU ist dabei. Und dann tun wir in dieser Arbeitsgruppe auch noch die Vonovia, die Wohnungsgenossenschaften, Haus und Grund. So, und werden die in irgendeiner Art und Weise für Bäume sprechen? Alles, was sozusagen doch in den Vereinigungen der baumbesitzenden Menschen ist doch sozusagen Freiheit in ihrem Handeln zu haben, die Bäume so abzuhacken und bitteschön nicht zum Beispiel eine Ersatzpflanzung machen zu müssen, wie das eben hier erklärt wurde. Ja? Also es kann nur schlechter werden. So. Und warum sollte man dem zustimmen? Deswegen, die Dissidenten werden diesen Antrag ablehnen und jeder, insbesondere wenn er noch wütend ist auf diese Seite wegen Ökostrom eben, sollte das auch ablehnen. Dankeschön.